Lesung aus dem Buch Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Sowohl in der Lesung als auch im Evangelium heute geht es um das Thema Berufung. Und Jesaja beschreibt hier in den ersten Kapiteln seines Buches seine eigene Berufung. Jede Berufung in der Bibel hat so ein Schema. Es gibt zuerst die Begegnung mit Gott, mit Gottes Herrlichkeit, und wir haben das da beim Jesaja sehr in einer sehr bildhaften Sprache auch beschrieben, wie er das in der Vision gesehen hat. Der Saum des Gewandes Gottes füllte den Tempel aus. Es gab Engel, die da waren, die gerufen haben: Heilig, heilig ist der Herr. Und der Tempel hat sich mit Rauch gefüllt. Ein zweiter Schritt in diesem Berufungsschema ist das Erschrecken des Menschen, das Erschrecken und das Erkennen der eigenen Kleinheit, der eigenen Sündhaftigkeit. Und wir hören es auch dabei Jesaja. Er sagt: Weh mir, ich bin verloren. Weh mir, ich muss schweigen, ich kann nicht mehr reden. Könnte man es auch übersetzen. Er sagt: Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das Volk, in dem er lebt, ist in die Irre gegangen und er hätte schon längst seinen Mund aufmachen können. Und in dieser Vision bekommt er die Kraft dazu. Er bekommt eine Erklärung von dem Engel, der zu ihm kommt und der ihn mit dieser glühenden Kohle berührt. Etwas, was wir uns sicher alle nicht als angenehm vorstellen, eine heiße, glühende Kohle auf unserem Mund. Aber diese glühende Kohle, so habe ich wo nachgelesen, kann auch ein Zeichen sein für die Glut der Liebe. Und so wird er berührt, von Gott berührt, mit dieser Liebe. Und er hört, dass all das, was ihn zurückhält, was ihn klein macht, all seine Sündhaftigkeit, seine Schuld, vergeben sind. Und dann hört er die Stimme Gottes: Wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Fragt Gott.
Und so gestärkt von dieser Begegnung mit Gott kann er antworten: Hier bin ich, sende mich. Und so kann das heute ein Sonntag sein, an dem wir für unsere Berufung danken, wenn wir sie auch einmal schon gefunden haben, so ist es doch immer wieder ein Schauen, ein Zurückschauen in Dankbarkeit und auch ein Vorwärtsschauen, wo Gott heute ruft: Wen soll ich dorthin senden? Wer wird genau dorthin für mich gehen? Und dem können wir heute nachgehen, wohin Gott mich ruft und vielleicht auch dieses Hier bin ich, sende mich sprechen können, nachdem wir seine Zusage und seine Stärkung erfahren haben.